Hallo und willkommen zusammen. Wie es schon einige mitbekommen haben, ich bin einer von 10 Stück, der diesen Voltara ISC mitbekommen hat, weil er schnell genug gewesen ist beim Tippeln. Ich habe mir auch bereits schon einen Blog mit vorgestellt. Ich habe auch schon ein Flugvideo gepostet. Ich habe auch schon den Frame rauchen lassen hier. Also ich habe ihn auch schon ein bisschen getestet und ich würde sagen, jetzt fliegen wir mal mit dem Teil live. Ich werde euch dazu ein bisschen ein paar Kommentare abgeben. Frame haben wir hier den Low Flow, ist auch von KISS bzw. vom Alex Fedorov mit im Shop mit drin verbaut. Natürlich der Voltara ESC 70 Ampere. Aktuell habe ich noch gestellt auf 80 Ampere, also gedrosselt, aber so weit kommen wir mit den Lumina-Motoren hier nicht rein, weil die ziehen ja zu extrem viel. Wir haben nur 1750 kV. HQ-Props haben wir drauf, Voxner System natürlich und die KISS Ultra V2. Hier vorne haben wir eine DJI Action 2 natürlich drin. Ist meiner Meinung nach hier so für diesen etwas kleineren Frame die beste Option. OSD zu dem ESC, weiß nicht, ob das Video jetzt dann schon online ist oder nicht, aber das wird er ja mitbekommen. Jetzt muss ich bloß gucken, wie die das übliche Leiden, ob ich die HD-Aufnahme gestartet habe. Das haben wir natürlich. Dann würde ich sagen, fliegen wir einfach mal los und sagen ein bisschen was dazu. Bild haben wir auch. Expresso LS hat er auch gefunden. Dann legen wir einfach mal los hier. Und wie man schon hört, der Durchzug ist absolut sauber. Da gibt es nichts zu meckern. Und ich muss wirklich gestehen, das ganze Flugverhalten ist extrem direkt geworden durch den ESC. Persönlich hätte ich nicht geglaubt, dass das so viel ausmachen kann. Da war ein Ast, den schauen wir uns mal genauer an. Beziehungsweise ein Minibaum. Ja, gut, da muss ich aufpassen, wenn ich das nächste Mal durchdümpelt, dass ich da nirgends dagegen knall. Und das ganze Ansprechverhalten halt vor dem ESC. Das ist absolut direkt genial. Hatte ich bis jetzt ehrlich gesagt bei noch keinem. Weder BL Heli 32, Blue Jay, FATEC oder was gibt. Die kommen dann nicht dran in der Richtung. Vielleicht ist es auch mal ein Ansporn für die anderen Firmen hier ein bisschen was zu tun. Aber wir haben hier ein richtig geiles Teil bekommen vom Luigi. Ich hoffe, das spricht man so aus, dass ihr nichts Verkehrtes sagt. Und ich denke, man hört es ja auch am Sound, dass das Teil überhaupt keine Stotter hat. Können tut es von D-Shot 300, glaube ich, bis 2400. Aber ich habe meine ganzen Kopter, soweit es irgendwie geht, auf D-Shot 2400. Und möchte persönlich auch gar nichts anderes fliegen, muss ich ganz ehrlich gesagt zugestehen. Kalibrieren müsste ja an dem ESC eigentlich gar nichts, nur die Motordrehrichtung einstellen. Das könnt ihr über den Wizard machen oder Kabel umpinnen oder ja, übers OSD einstellen von der KISS Ultra. Da gibt es mehrere Optionen dazu. Ansonsten müsst ihr eigentlich nicht viel machen an dem ESC. Natürlich kann man hier ein paar Sachen einstellen, Pieper-Lautstärke und so weiter. Vielleicht blende ich dazu hier einen kurzen Screenshot ein, dass man das sieht. Aber ansonsten ist es eigentlich nur Auflöten, Motordrehrichtung und durchweg Spaß haben. So ist mir persönlich am liebsten, muss ich zugestehen. So, wir haben jetzt schon Low Voltage, 900 mA verbraten beim 1200 Lipo. Natürlich müsste auch die ganze Kalibrierungsgeschichte nicht machen mit den Milliampere und die ganzen Geschichten. Braucht sie nicht wirklich. Kann zwar sein, dass auch mal ein paar Milliampere nicht stimmt. Das wäre jetzt für die ganzen Long-Range-Geschichten vielleicht interessant, dass man das wirklich nachmisst. Kann man auch natürlich perfekt über die KISS, übers KISS OSD einstellen. Oder über die GUI. Aber so jetzt für das Bolzen, was ich hier fliege, braucht es definitiv nicht. Ich hoffe, dass jetzt da bald eine kleine Serie rauskommt von dem ESC, weil ich bin schon ganz heiß drauf, dass ich ihn noch in einen anderen Copter mit verbauen kann. Preislich liegt er bei 90 € aktuell.
Für einen 70 Ampere ESC ist das absolut komplett im Rahmen. Wie gesagt, wenn ihr das andere Video schon gesehen habt, ich habe den Rahmen hier auch schon irgendwie mal einen kurzen drauf gebracht über den Öko, weil es das Kabel aufgerissen hat und so weiter. Hat er auch komplett anstandslos überlebt, muss ich sagen. Hat man gar nichts ausgemacht. Für mich ist das auf jeden Fall 2024 den neuen ESC, was ich kaufen werde und verbauen, wenn ich irgendwie dran komme. Ich hoffe, dass es sobald eine größere Serie davon gibt. In diesem Sinne, Fragen, Kritik, Lob, einfach unten in die Kommentare rein. Happy Flying!